Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei Lifeline. Ich wohne gar nicht weit weg von hier, direkt eigentlich nur über einen kleinen Hügel rüber in Bergneustadt, in der Altstadt. Und das Thema heute ist Relationship Goals. Richtig spannendes Thema, richtig heißes Thema. Es wird um Beziehung gehen, es wird um Sexualität gehen. Und ich möchte gerne, wir sind im Gottesdienst, ihr habt es vielleicht gewusst, ich glaube, dass Gott hier ist und ich glaube, dass Gott einen Grund hat, auch warum du heute hier bist. Und ich will beten für diesen Gottesdienst, für die Predigt. Und ihr dürft einfach easy dazu sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan hast für jeden von uns. Auch bei diesem Thema, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, das zu glauben, weil wir manche doofen Dinge vielleicht erlebt haben. Aber Jesus, ich bete darum, dass du heute diese Predigt, diesen Gottesdienst, die Gebete, alles, was passiert, benutzt, um uns zu helfen, klarer zu sehen, was gute Ziele sind, was du möchtest, Herr, dass unser Leben gelingt und wir vor doofen Verletzungen bewahrt bleiben, Jesus. Danke, dass du hier bist. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Ihr habt ja eben schon gehört, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, damit ihr auch mal seht, von wem ich da eben gesprochen habe. Meine Frau heißt Konstanze und meine Tochter heißt Camilla. Das sind die beiden, genau. Wir kennen uns seit 11 Jahren, hat aber ein bisschen gedauert. Seit 6,5 Jahren sind wir zusammen und seit 5 Jahren sind wir verheiratet. Und unsere kleine Camilla ist im Juli 2 geworden und an Weihnachten, also 23.12. ist der Termin, erwarten wir Nachwuchs. Ein kleiner Sohnemann ist auf dem Weg. Genau, das ist meine Family. Dann wisst ihr ein bisschen mehr über mich, ein bisschen Bescheid. Wir haben ja schon ein bisschen auch was über euch erfahren durch dieses lustige Spiel am Anfang. Wir wissen zum Beispiel, dass das Verhältnis Single-Beziehung so ungefähr gleich auf ist hier bei euch. Aber ich habe noch eine Frage, die das betrifft. Egal, ob du gerade Single bist oder ob du in einer Beziehung lebst. Wer von euch würde gerne irgendwann in seinem Leben heiraten und wenn möglich eine glückliche, schöne Ehe führen, wo vielleicht Kinder bei rumkommen? Wer von euch wünscht sich das? Das muss nicht mit 19 sein, das muss auch nicht mit 28 sein. Das ist nicht entscheidend. Die Frage ist, wer von euch wünscht sich irgendwann zu heiraten und eine glückliche Ehe zu haben? Darf mal die Hand heben. Yes, das sind richtig, richtig viele. Und für mich war das auch schon immer so ein Traum, wie wahrscheinlich bei vielen von euch. Ich hatte so eine Kindergarten- und Grundschulliebe. Ja, kennt ihr vielleicht? Das war ein Mädchen, das hat oben bei uns im Haus oben drüber gewohnt und ich fand die schon immer nice und wir haben im Sandkasten zusammen gespielt und so. Und für mich war richtig klar, die werde ich irgendwann heiraten. Ja, das war logisch und ist aber nicht meine Frau geworden. Aber ich weiß noch, wie ich dann irgendwann als kleiner Junge meine Eltern gefragt habe, hey, mit wie vielen Jahren darf man eigentlich einen Rollerführerschein machen? Weil, dass man mit 18 Auto fahren darf, wusste ich, aber mich hat interessiert, okay, mit wie vielen Jahren darf man einen Rollerführerschein machen? Ja, mit 16. Dann habe ich so geantwortet als kleiner Junge, ja Mist, dann müssen wir, wenn wir verheiratet sind, noch 2 Jahre auf dem Roller fahren. So, weißt du, für mich war klar, die werde ich heiraten, die will ich auf dem Roller mitnehmen. Yes, ich habe nie einen Rollerführerschein gemacht. Egal. Ihr habt es gerade gezeigt, irgendwann wünscht sich fast jeder von uns irgendwie eine glückliche Ehe, eine glückliche Beziehung. Wir wollen heiraten, weil wir glauben, ey, dass das was Gutes ist. Aber machen wir uns nichts vor, wir kennen alle die Realität. Beziehung und Ehe läuft nicht immer so easy. Und die Realität ist, dass ganz, ganz viel da immer wieder auch kaputt geht. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann, woran hat es gelegen, wenn die Beziehung kaputt geht? Hat es am Charakter gelegen? Hat es am Äußeren gelegen, ja, an der Erscheinung, wie schön der andere war? Hat es an der Kommunikation gelegen? Hat es vielleicht an der unterschiedlichen Zahnpasta-Vorliebe gelegen, ja? Hat es an der Sexualität gelegen? Woran hat es gelegen? Das ist die Frage, Leute. Und wir gucken uns kurz das Video dazu an. Das war's von hier oben. Ich sage danke und gebe ab zum Kollegen am Spielfeldrand mit ersten Stimmen zum Spiel. Woran hat es gelegen? Ja, gut, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sage immer, woran sie lehnen hat, weiß ich immer. Woran hat sie lehnen? Na gut, ich sag mal so. Woran hat sie lehnen? Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehnen und fragt man sich immer, woran sie lehnen hat. Ist so.
Ja, ist so, ne? Das fragt man sich immer hinterher, woran hat es gelegen? Und mein Wunsch für diese Predigt heute ist, dass das, was ich zu dir sage, und ich hoffe, dass es für dich Sinn macht, und egal, ob du bisher Jesus kennst und sein Wort für dich wichtig ist oder nicht, oder ob du Christ bist oder nicht, mein Wunsch für die Predigt ist und für dich und für dein Leben ist, dass du nicht irgendwann an den Punkt kommst und zurückguckst auf irgendwie einen Scherbenhaufen, auf eine oder vielleicht viele gescheiterte Beziehungen, wo du vielleicht hohe Ziele hattest, hohe Relationship Goals, und dich am Ende fragst, ja, woran hat es gelegen? Ich wünsche mir, dass dir das erspart bleibt. Und deswegen wollen wir heute über dieses Thema reden, über Beziehungen. Und ich werde den Schwerpunkt aber auch aufs Thema Sexualität legen. Warum? Weil wenn du mal guckst, was sonst so Relationship Goals sind, da denken alle ganz direkt immer an Sexualität. Und Sexualität ist auch das, was einfach richtig viel Macht und Einfluss auf das ganze Thema Beziehung hat. Und deswegen soll es da heute auch viel drum gehen. Noch eine Frage an dich. Wer von euch kennt den Song von Ed Sheeran, Shape of You? Hand hoch. Sind schon ein paar Leute. Und jetzt, wir sind ja unter uns, ne? Hast du den schon mal in deinem Zimmer so richtig laut aufgedreht und bist richtig dazu abgegangen so und mitgesungen, volles Rohr? Hat das schon mal jemand? Ein paar Leute, nicht ganz so viele. Das mit der Ehrlichkeit müssen wir noch ein bisschen üben. Um was geht's in dem Song? Um was geht's in dem Song? Es geht darum, dass ein Mann und eine Frau sich kennenlernen. Und die Begegnung war offensichtlich so inspirierend und so besonders, dass er sich gedacht hat, hinterher, ich schreibe ein Lied über das, was wir erlebt haben, und über diese Frau. Und was ist das, was ihn so begeistert an dieser Frau? Was singt er in dem Lied? Ihr Humor, ja? Ihr toller Charakter, ihre freundliche Art, ihre Hilfsbereitschaft, einfach so ihr schönes Wesen, die Werte, für die sie steht? Nö. Was findet er so hammer an der, dass er sich denkt, hey, über die schreibe ich ein Lied? Ich liebe deinen Körper, wenn man das mal übersetzen würde. Ja, ich liebe deinen Körper. Später im Lied heißt es, ich liebe deine Formen. Und das ist das Lied. Die lernen sich kennen in der Bar, sind schon ein bisschen angetrunken und dann gehen die relativ schnell irgendwie bei ihm aufs Zimmer oder so, keine Ahnung. Und jedem ist eigentlich klar, die haben Sex miteinander, so, das ist logisch. Und irgendwann später in dem Lied heißt es, ja, und dann nach einer Woche fängt unsere Geschichte an. Auch interessant so, ne? So nach einer Woche, ey, übrigens, wie heißt du? Ja. Was sind so deine Relationship Goals? Was willst du eigentlich? Wir kennen uns seit einer Woche, waren schon ein paar Mal zusammen im Bett. Was willst du so mit deinem Leben erreichen? Es geht in dem Song wirklich hauptsächlich eigentlich nur um das Körperliche. Das ist, was ihn so begeistert, warum er darüber ein Lied schreibt. Die schlafen miteinander, ohne sich richtig zu kennen. Das ist ganz normal heute. Wusstet ihr, das ist der erfolgreichste Song 2017? Nicht in Beck-Neustadt, weltweit. Ja? Das ist der erfolgreichste Song 2017. Oder ihr kennt vielleicht die App Tinder. Ähnliches Prinzip. Du kriegst ein Bild von irgendwie von einem anderen Geschlecht, je nachdem, was du halt bist, so, und kannst innerhalb von Sekunden entscheiden, ob dir die Person gefällt. Rein aufgrund des Äußerlichen, aufgrund des Gesichts denkst du, ja, gefällt mir nicht. So, und dann geht das irgendwie so weiter. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe davon gelesen und mal bei jemandem gesehen, der das gemacht hat. Und ihr kennt bestimmt alle diese Szene in Filmen oder in Serien, wo so zwei Menschen, Mann und Frau, haben miteinander geschlafen. Das wird irgendwie so deutlich, auch wenn es nicht voll krass gezeigt wird. Manchmal schon. Und es wird deutlich am nächsten Morgen so, ja, da ist so die Zoom nah ran auf das Gesicht der Frau. Sonne scheint rein. Die hat geschlafen. Es ist neuer Morgen. Und die Kamera zoomt so langsam raus, sodass das Zimmer deutlich wird. Und es ist so die Spannung, liegt der Typ noch neben ihr und ist da oder ist er einer von den Assis, der gegangen ist? Kennt ihr das? Also das gibt es in wahrscheinlich jeder zweiten Serie, jeden zweiten Film so. Und du merkst, es geht offensichtlich doch nicht nur um Körper, um das äußere Erscheinungsbild. Denn was wäre sonst das Problem, wenn der Typ weg ist? So, ist doch kein Ding. Die hatten Sex miteinander, nächster Morgen, er ist nicht da, hat kein Frühstück gemacht, ist halt gegangen. So, was ist das Problem? Und ich glaube, wir wissen tief in uns drin, wenn wir darüber nachdenken, dass Sex was ist, was nicht nur unseren Körper betrifft und was nicht was ganz Normales ist, so wie Essen oder Schlafen, auch wenn manche Leute uns das weismachen wollen, sondern dass das was ganz, ganz tief mit uns, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Identität zu tun hat. Ich kann euch das sagen, als verheirateter Mann und Vater bald von zwei Kindern, das betrifft nicht nur deinen Körper.
Das macht was mit deinen Emotionen, das macht was mit deiner Identität, was du über dich denkst, das macht was mit uns als Ehepaar. Da geht es nicht nur um den Körper und es ist nicht was ganz Normales wie Essen oder Schlafen. Und ich glaube, wir wissen das, wenn wir darüber nachdenken. Und Gott in der Bibel, in seinem Wort bestätigt das. Und es gibt viele Stellen, wo das deutlich wird. Ich will mit euch eine heute mal anschauen. Vier Verse aus 1. Korinther 6. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen in der griechischen Stadt Korinth, von dem wir heute, egal ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist, ich glaube, wir können richtig, richtig viel davon lernen, wenn es ums Thema Beziehung und Sexualität geht. Ich mache hier bereite schon mal die Show vor, ja? Geht gleich los, ist nur Vorbereitung, bleibt locker. Wir lesen mal 1. Korinther 6, Verse 15 bis 16. Schreibt Paulus, hey, wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Also er schreibt das an Christen, wenn du kein Christ bist, hör zu, aber betrifft dich gerade nicht, weil dein Körper nicht zum Leib von Jesus Christus gehört. Aber jetzt wird es trotzdem spannend. Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Soweit mal die zwei Verse. Die zwei Verse haben es richtig in sich. Die haben es richtig in sich. Das sind Männer aus der Gemeinde, die, obwohl sie Christen sind und irgendwie Gott nachfolgen wollten, weiterhin regelmäßig zu Prostituierten gegangen sind und sich dachten, ja, das betrifft ja nur den Körper, ist was ganz Normales, ist gar nicht so wichtig, kann ich doch machen. Wo ist das Problem? Und Paulus sagt, ey, Moment, Moment, Moment. Wisst ihr denn nicht, sagt er, wisst ihr denn nicht, dass wenn du mit jemandem Sex hast, das muss nicht eine Prostituierte sein, das gilt für alle anderen Personen auch, dass du mit dieser Person eins wirst, dass du ein Leib wirst? Ist euch das nicht klar, sagt er zu denen? Wisst ihr nicht, dass wenn du mit jemandem schläfst, du mit Leib und Seele mit dieser Person eins wirst? Wisst ihr das denn nicht? Und genau das hat Gott ja auch schon am Anfang gesagt, direkt nachdem er Mann und Frau geschaffen hat, können wir nachlesen in 1. Mose 2. Direkt nachdem Gott Mann und Frau geschaffen hat, sagt er, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Bisschen Oldschool-Sprache, ja, so mit eins werden und so und verlässt Vater, Mutter und so, das checken wir noch. Das andere ist, was ist da gemeint? Da geht es um Sex. Ja. Die schreiben das nicht so, dass wir das auch checken, deswegen sage ich es euch. Da geht es um Sex. Ja. Da geht es um eins werden. Da geht es um an etwas haften. Da geht es um etwas eng berühren. Da geht es um an etwas kleben. Ich habe euch hier mal was mitgebracht, damit kann man das ein bisschen verdeutlichen. Zwei Blätter Papier, so viel zum Thema Bastelworkshop. Ja? Also zwei Blätter Papier, stellen uns einfach mal vor, das wären zwei Menschen, so Mann und Frau irgendwie. Und was Paulus schreibt, ist, dass er sagt, hey, wenn du mit jemandem schläfst, das ist das Wort, das er verwendet, dann wirst du eins mit dieser Person. Du klebst, ihr klebt aneinander mit Leib und Seele. So, ist jetzt genug Kleber hoffentlich, dass es auch klebt. So, die Farben sind noch unterschiedlich und so ist das auch im echten Leben. Man ist irgendwie schon noch unterschiedlich und man ist immer noch zwei verschiedene Menschen, aber trotzdem ist es irgendwie eins geworden. Es ist ein Blatt. Es sind zwei Blätter, hatte ich eben jetzt. Durch den Kleber sind die eins geworden. Und ich gebe euch noch ein Beispiel. Das ist das hier. Dafür habe ich das hier aufgebaut oder aufbauen lassen. Hammer, vielen Dank euch. So, guck mal. Schon ein bisschen heiß, sehr gut. Ich habe hier vier Eier mitgebracht, mache mir ein bisschen die Finger für euch schmutzig. Ich tue die mal in die Pfanne, Hammer, ist schon Hitze da, sehr gut, so muss das sein. Ein Ei, wie viel soll ich machen? Wollt ihr alle hinterher was? Ich habe vier dabei, können wir teilen? Ich mache alle vier, ne? Weil das ist ja, ne? So, und jetzt nehme ich das hier und ich mache mal Rührei. Und ihr merkt so, ihr könnt es vielleicht sehen, konntet es vielleicht eben sehen, ihr kennt auch wahrscheinlich Rührei. Das Eiweiß und das Eigelb verbindet sich miteinander so. Ja, bisschen mehr Hitze wäre noch besser.
da könnt ihr das sehen. Und sogar diese unterschiedlichen Eier, die werden so langsam, ich lasse das hier mal ein bisschen köcheln, ja, um nicht hier ewig, ist ja keine Kochshow, gibt zwar ein paar, aber das hier ist keine. Aber was ihr merkt, bei Rührei, ihr wisst das, da werden zwei Sachen, Eigelb, Eiweiß, man vermengt das so, das wird eins miteinander. Und da passt nichts mehr dazwischen. Weder hier bei dem Papier, noch zwischen Eigelb und Eiweiß. Und das ist genau das Bild, was Paulus verwendet, wo er sagt, hey, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, werden sie eins. Da passt nichts mehr dazwischen. Seelisch, seelisch, körperlich, emotional, die werden eins. Die werden verbunden. Da entsteht eine enge Verbindung, die kannst du mit nichts anderem beschreiben. Die ist unglaublich. Ich gucke das mal nachher weiter, ihr habt das Prinzip verstanden. Und das ist spannend. Das ist ein richtig krasses Geschenk, was Gott irgendwie gemacht hat. Gott hat sich was Gutes dabei gedacht. Das ist eine richtig besondere Fähigkeit, die wir haben als Menschen, dass zwei Menschen durch dieses Geschenk in einer Beziehung, dass die eins werden können, dass die eine Intimität erleben können, die fast schon der Himmel auf Erden ist. Dafür hat Gott das gemacht. Dafür hat Gott sich das ausgedacht. Genau das ist Gottes Idee für Mann und Frau. Das ist Gottes ultimatives Relationship Goal für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Dass die zwei auf verschiedenen Ebenen, aber auch durch Sexualität, eins werden. Dass die eine Einheit werden. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, das hat nicht nur was mit unserem Körper zu tun, das hat was mit unserer Seele, mit unserer Identität zu tun. Wenn zwei Menschen voreinander nackt werden und sich selber völlig zu erkennen geben und auch vom anderen völlig erkannt werden. Und so wollte Gott, dass es ist, aber ohne Scham, ohne Angst vor Kritik, ohne Angst vor der Frage, ist der andere am nächsten Morgen noch da oder nicht? Ohne die Angst davor, verglichen zu werden mit irgendwelchen anderen sexuellen Partnern aus der Vergangenheit. Ohne Angst, dass der andere mich kritisiert und fertig macht oder so. Dafür hat Gott sich das ausgedacht. Und ich kann euch sagen, ich bin mega dankbar dafür, dass, und ich weiß, das ist Gnade Gottes, dass meine Frau und ich keine anderen sexuellen Partner vor unserer Ehe haben. Das befreit mich richtig und lässt mich sehr entspannt sein, weil ich weiß, ich laufe nicht Gefahr, wenn ich mich komplett zu erkennen gebe und wir eins werden, verglichen zu werden oder kritisiert zu werden oder wenn es mal nicht so läuft, dass direkt die Beziehung zu Ende ist. Oder wir uns erst eine Woche später fragen, hey, was hast du eigentlich mit deinem Leben vor? Und genau deswegen hat Gott sich überlegt, hey, das ist sowas Besonderes, das ist sowas Spezielles, das kribbelt so sehr, aber das ist auch so schön. Das macht so was Krasses mit Leuten. Der beste Rahmen dafür, damit das passieren kann, damit das wirklich der Beziehung, dieser Intimität zwischen einem Mann und einer Frau dient, ist die Ehe. Deswegen hat Gott sich das so ausgedacht. Und Gott, die denkt vielleicht so, der ist langweilig und prüde und ein Spießer oder so, ja, weil er sich das so ausgedacht hat. Aber schau mal, was in seinem Wort steht. Wir lesen das mal, Sprüche 5, 18 bis 19. Da geht es richtig ab. Sind alle über 14? Deine Frau soll gesegnet sein. Freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich allezeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. Alter Verwalter! Krass, oder? Das steht in Gottes Wort über Sexualität. Das ist ja der Hammer. Wisst ihr, Gott ist nicht gegen Sexualität. Und wenn ihr irgendwas heute mitnehmt, dann, dass ihr das mitnehmt, egal was ich sonst so sage. Gott hat sich das ausgedacht und ihr habt gerade gelesen, was dabei Krasses passieren kann. Da ist von Berauschen die Rede. Gott hat es erfunden mit allen emotionalen, mit allen körperlichen Reaktionen, die dabei passieren. Er hat sich's ausgedacht und hat es gut gemeint. Deswegen hat er uns das geschenkt. Er hat es für die Ehe gemacht. Und wisst ihr was? Es ist sogar statistisch erwiesen, wir hätten das noch vorher abfragen können, es ist statistisch erwiesen, dass verheiratete Ehepaare die erfüllteste Sexualbeziehung haben.
So, bei Umfragen ist das rausgekommen. Die haben am meisten Spaß miteinander. Und nicht die, die angetrunken aus der Bar nach Hause gehen und sich nach einer Woche fragen, übrigens, grüß dich, wer bist du eigentlich? Das ist statistisch erwiesen. Warum ist das so? Weil Sexualität, wenn dieses innere Einswerden passiert, wenn dieses innere mit Leib und Seele Einswerden passiert, weil es einen Rahmen braucht, wo auch äußerlich durch eine Verantwortung, durch eine Verbindlichkeit, durch ein Versprechen ein äußerer Rahmen gegeben ist, damit es so passieren kann. Denk nochmal zurück an das Rührei, an das Papier. Wenn du dir noch nicht sicher bist, also viele von euch sind ja in Beziehung, wenn du dir nicht sicher bist, ob du so eng und so tief mit jemand verbunden sein möchtest, an Leib, Seele und Geist, und der andere ist sich auch nicht sicher, ob er das mit dir gerne tun würde, so eng mit Leib und Seele verbunden sein, eins zu sein, wenn euch das noch nicht sicher ist, dann würde ich sagen, es ist keine gute Idee, miteinander zu schlafen. Wenn du dir nicht äußerlich sicher bist, dass du überhaupt mit der Person und einen äußeren Rahmen geschaffen hast, mit der Person zusammen zu sein und dich darauf verlassen kannst, dass sie auch am nächsten Morgen wieder da ist. Weil Sex so was Kostbares und so was Gutes und so was Schönes, aber auch so was unglaublich Zerbrechliches ist und weil es Menschen körperlich und emotional verbindet, aber auch verletzen kann, schreibt Paulus dann zwei Verse später in Vers 18, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Ein anderes Wort für verbotene sexuelle Beziehung ist sexuelle Unmoral oder Unzucht oder nenn es wie du willst. Ich glaube, du verstehst, um was es geht. Was meint Paulus damit? Er meint damit jede sexuelle Beziehung außerhalb der exklusiven Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und da sagt er, hey, davor sollen wir uns hüten. Zumindest so, wie es da gerade in der Übersetzung stand. Aber eigentlich, das, was Paulus da schreibt, ist noch viel krasser. Eigentlich sagt er, lauf weg! Flieh, renn davon, hau ab. Er sagt nicht, hüte dich, sondern er sagt, ey, renn weg, wenn das vor deiner Haustür ist. Weil Paulus wusste, das ist wie Feuer. Das ist schön, das ist wärmend, das gibt Energie. Du kannst dich auch verbrennen da dran. Und deswegen sagt Paulus, hey, wenn es irgendwie um sexuelle Unmoral geht, irgendwas, was nicht gut ist, was nicht in der Ehe passiert, hey, lauf weg davon. Und er schreibt nicht, hey, prüf mal, wie weit du gehen kannst. Jeder soll sich mal prüfen, wie weit er gehen kann, dass es noch gut ist für ihn. Oder ja, prüf mal aus, wie nah du ans Feuer ran kannst, ohne dich zu verbrennen. Sag, lauf weg, hau ab, flieh, renn davon. Es ist richtig deutlich, was er da sagt. Heutzutage würde man vielleicht so Fragen stellen, wenn man so denkt, so, hey, wie weit kann ich gehen? Ja, ist ein Zungenkuss erlaubt, oder? Oder nicht? So. Oder darf man eigentlich, das ist ja noch kein Sex, darf man, wenn man beide Klamotten anhaben, unter einem und derselben Bettdecke schlafen, darf man das? Oder hey, ist es okay vor der Ehe, wir sind schon verlobt und so, darf man irgendwie so sich an verschiedenen Körperbereichen berühren so, ist das erlaubt? Paulus sagt, hey, stell nicht diese Fragen, sondern er sagt, lauf weg, renn davon, flieh. Und ich sage euch auch, warum. Habt ihr gerade im Vers schon gelesen, wir lesen das nochmal. Mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Er will nicht den Spaß verderben oder dein Leben kaputt machen. Das Gegenteil ist der Fall. Er will dich bewahren, Gott will dich bewahren. Deswegen sagt er das. Weil du kannst mit nichts anderem dich selbst und andere so tief und so persönlich und so nah an deiner Identität verletzen, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Es geht nicht darum, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, ob Gott dann zorniger ist auf uns. Es geht nicht darum, ob Jesus es schwerer gefallen ist, uns das zu vergeben, wenn wir da Mist bauen oder so. Das ist nicht der Punkt. Darum geht es wirklich überhaupt nicht, weil Jesus kann das. Jesus ist ein guter, gnädiger Gott. Das ist nicht der Punkt. Sondern Paulus sagt, dass wir das lassen sollen, weil du dir selber schadest, weil du dir selber wehtust,
Weil die Auswirkungen auf dein Leben viel, viel krasser sind als bei anderen Dingen. Wenn du lügst, wenn du stiehlst, wenn du sonst irgendwas machst. Die Auswirkungen sind viel, viel krasser. Ihr erinnert euch sicherlich noch an diese zwei Blätter Papier, oder? Habt ihr schon ein paar Mal gesehen jetzt. Guck mal, was passiert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn ich die wieder auseinanderreiße. Da ist was kaputt gegangen. Seht ihr, ne? Da ist was kaputt gegangen. So, und deswegen sagt er, hey, lauf weg davon. Nicht, weil er dich eingrenzen will, weil er dir schaden will, sondern weil er dein Bestes will. Weil er richtig, richtig gute Relationship Goals für dein Leben und für deine Beziehung und irgendwann für deine Ehe hat. Deswegen sagt er dir das. Deswegen sollst du abhauen. Weil nichts hängt dir so lange hinterher, wie das, was vielleicht auf dem Gebiet passiert ist. Und deswegen ist es so gut, was Paulus sagt, und ich glaube, dass es gut ist, egal ob du Christ bist oder nicht, wenn es irgendwie möglich ist für dich und du noch die Chance dazu hast, davor wegzulaufen und nicht zu gucken, wie nah kann ich ans Feuer rangehen, dann lauf lieber weg. Damit ihr mich nicht falsch versteht, das heißt jetzt nicht die Beziehung beenden oder so, ne? Damit das klar ist. Es geht nicht darum zu sagen, okay, dann dürfen wir alle uns überhaupt nicht mehr berühren oder so. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht um diese sexuelle Beziehung, sexuell unmoralisches Verhalten außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und dann schreibt Paulus in Vers 20 noch was richtig Krasses. Gott hat euch für einen hohen Preis freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Das mögen wir vielleicht nicht so gerne hören. Wenn du Christ bist, wenn du irgendwann Jesus dein Leben übergeben hast, dann gehört dein Körper Gott. Weil Jesus hat einen richtig, richtig hohen Preis dafür bezahlt. Jesus hat dich freigekauft. Aber was anderes in dem Vers ist mir wichtig, weil wenn wir diesen Vers lesen, dann erinnert uns das daran, dass es bei Gott nie zu spät ist für einen Neuanfang. Bei Gott ist es nie zu spät für einen Neuanfang. Bei Gott ist es nie zu spät für Vergebung. Bei Gott ist es nie zu spät für Heilung, für Gnade, für Wiederherstellung, für wirklich tiefe Heilung. Bei Gott ist es nie zu spät, weil was ist dieser hohe Preis gewesen, den Gott bezahlt hat, um uns freizukaufen? Was ist der hohe Preis gewesen? Ihr seht hier dieses schön angeleuchtete Kreuz. Der Vers erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Das ist der hohe Preis, den er bezahlt hat. Der Preis war, dass Jesus Christus, obwohl er keine Schuld getan hat, am Kreuz für unsere, für dein und für meine Schuld, auch für die Dinge, die sexuell passiert sind, in Beziehungen kaputt gegangen sind, wo Verletzungen passiert sind, wo du verletzt hast und wo du verletzt wurdest, auch dafür ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Und daran erinnert uns dieser Vers. Wir sollen Gott mit unserem Körper ehren und Sexualität so leben, dass es ihn ehrt. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, keiner von uns packt das. Keiner von uns kann das. Manche haben vielleicht wirklich schon bevor der Ehe irgendwie Sachen gemacht, wo sie sagen, boah, das war eigentlich gar nicht gut. Andere konsumieren Pornos und vergiften und töten dadurch ihre Sexualität und ihr Bild von dem, was Gott in Mann und Frau eigentlich sieht. Und Jesus sagt es in der Bergpredigt deutlich, weißt du, wenn du schon jemand vom anderen Geschlecht mit begehrlichen Augen anguckst und du hast Lust auf die Person, das ist nicht dein Ehepartner, das ist schon Sünde. Oder wir glauben den Liedern, den Serien, dem Fernsehen mehr als das, was Gott über das Thema sagt, das ist auch Sünde. Sind wir doch ehrlich zu uns, Leute, ich stehe nicht hier als der Moralprediger, als der alles richtig gemacht hat und wir können das alles durchgehen. Jeder von uns hat auf dem Gebiet Sünde getan. Jeder von uns hat da Fehler gemacht. Und wisst ihr, was das Gute ist? Gott ist nicht enttäuscht darüber. Wir können Gott nicht enttäuschen. Weißt du, jemand, der alles weiß, der alles sieht, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, den kannst du nicht enttäuschen. Und trotzdem liebt er dich. Und das ist der hohe Preis, den er bezahlt hat. Jesus ist mal einer Frau begegnet, die auf dem Gebiet wirklich Mist gebaut hat. Die hatte ganz viele verschiedene sexuelle Partner. Ich glaube, die hat wahrscheinlich keins ihrer Relationship Goals erreicht. Und sie begegnet Jesus. Und die ist wirklich am Ende.
Und Jesus spricht sie auf dieses Thema an und sagt, hey, bring mal deinen Mann her, ich würde ihn gerne kennenlernen. Und die sagt, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus zu ihr, weil er auch alles weiß und Gott ist, ja, das stimmt, du hast recht. Weißt du, die hat schon ganz viele sexuelle Partner gehabt und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist auch nicht ihr Ehemann. Und Jesus spricht sie darauf an und er kennt die ganze Wahrheit über ihr Leben. Und er spricht sie in Wahrheit und Liebe darauf an. Und Gott kennt auch die ganze Wahrheit über dein und mein Leben. Und das Schöne ist, Leute, wirklich, das ist was Befreiendes, dass Gott nicht einfach sagt, schwamm drüber. Tun wir so, als hätte ich das nicht gesehen. Sondern Gott sieht das, Gott nennt es beim Namen, er kennt die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit über unser Fehlverhalten, über mein Fehlverhalten, was Jesus an dem Kreuz bezahlt hat. Wo er auch den Preis dafür bezahlt hat, dass wir Heilung erfahren können in unserem Herzen und unserer Seele. Weil das begegnet uns auch am Kreuz. Liebe und Gnade. Wahrheit, der Jesus ins Auge schaut. Das Spannende bei der Frau ist, er verurteilt sie nicht dafür. Er verdammt sie nicht. Es gibt eine Szene in der Geschichte, könnt ihr nachlesen, Johannes 4. Die Frau geht weg. Also sie hat schon mit Jesus darüber gesprochen. Und Jesus sagt ihr das ins Gesicht. Und sie haben schon darüber gesprochen, dass sie keinen Mann hat und 6 verschiedene sexuelle Partner hatte. Und dann geht sie weg und sie kommt wieder. Jesus hat auf eine Art und Weise mit ihr gesprochen, dass sie sagt, er kennt meine ganze Geschichte, aber ich gehe trotzdem wieder zu dem. Weil er mich nicht verdammt hat, weil er sich nicht lustig gemacht hat, weil er mich nicht verurteilt hat, sondern weil er mir Liebe und Gnade anbietet. Und das ist auch wahr für dich, heute hier, bei dem Thema. Egal um was es geht, das muss nicht immer mega krass sein. Vielleicht bist du einfach selber, hast ein paar Dinge falsch gemacht, wo du sagst, boah, ich wollte es eigentlich anders leben. Jetzt nicht nur im sexuellen Bereich, einfach du sagst, boah, ich wäre gern ein besserer Partner. Ich würde gern liebevoller sein. Ich würde gern geduldiger sein mit meiner Freundin, mit meinem Freund. Auch dafür ist einfach so viel Gnade, so viel Vergebung bei Jesus und Hilfe und ein Weg, den er mit uns gehen will, gerade bei diesem wichtigen und so zerbrechlich empfindlichen Thema. Und Jesus bietet dir einen Neuanfang an, wenn du zu ihm umkehrst und diese Gnade von ihm in Anspruch nimmst. Weil Jesus hat diesen hohen Preis schon bezahlt. Du musst diesen Preis nicht mehr bezahlen. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er lebt und hat Kraft und Macht, in diesem Leben Dinge in deinem Leben zu bewirken, die gut sind, von denen du nicht mal träumst, dass es noch möglich wäre. Weil Jesus so gut ist. Was bedeutet das ganz praktisch? Du hast vielleicht ein paar Relationship Goals. Vielleicht sind heute ein paar neue dazugekommen, ein paar alte sind gegangen, keine Ahnung. Auf diesem spannenden Thema. Und ich wünsche mir für dich, dass du mal überlegst, welche Geschichte willst du bei dem Thema schreiben? Welche Geschichte willst du mit deinem Leben schreiben? Als ich euch gefragt habe, hey, wer hat Lust irgendwann, wer würde gerne irgendwann heiraten und eine glückliche Ehe führen? Wenn du irgendwann die Person kennst, falls du noch nicht verheiratet bist, und ich glaube, die meisten von euch sind noch nicht verheiratet, und du lernst die Person kennen, egal ob beim Laubrechen oder bei Alpaka-Spaziergang, das ist mir egal. Du lernst die Person kennen und ihr datet euch und ihr unterhaltet euch. Welche Geschichte würdest du dem anderen gerne erzählen? Welche Geschichte willst du dem gerne erzählen? Weil die Verantwortung dafür kann dir keiner abnehmen. Und ich wünsche mir für dich, dass du das so konkret wie möglich machst. Dass du dich heute Abend mal hinsetzt und überlegst, hey, was sind meine Relationship Goals? Der Chris hat heute was gepredigt. Du musst das nicht alles gut finden, du musst es nicht alles richtig finden. Das ist nicht. Ich habe einfach das gesagt, was in der Bibel steht, wo ich glaube, dass das Gottes gute Gedanken sind, damit das gelingt, dass du nicht irgendwann sagen musst, woran hat es gelegen. Aber du musst für dich überlegen und entscheiden, welche Geschichte willst du schreiben? Und dann triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung schon mit dem Blick auf die Person, die du gerne heiraten würdest, wo du sagst, hey, ich war damals bei Lifeline und Jesus ist mir begegnet und ich habe ganze Sachen mit Jesus gemacht. Ich habe Vergebung erfahren, ich bin heil geworden und ich will mit dir Ehe leben. Das ist eine coole Geschichte. Überleg mal ganz konkret, welche Geschichte willst du schreiben in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf dein Leben. Und als letztes möchte ich dich einladen, die Band kann dazu schon nach vorne kommen, wenn du sagst,
boah, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich habe echt hohe Ziele. Ich will wirklich so leben, dass es dich ehrt. Ich will wirklich so leben, dass es dir gefällt. Und ich will wirklich so leben, dass mein Körper dich ehrt, Jesus. Aber ich mache mir nichts vor. Ich weiß, ich kenne die Welt, in der ich lebe. Und ich weiß, dass das schwierig wird. Ich möchte gern warten, aber das ist nicht leicht für mich. Wenn du das möchtest und dir einfach Hilfe und Unterstützung dabei von Jesus wünschst, dann kannst du gleich, wenn ich das sage, hier nach vorne zum Kreuz kommen und ich will für dich beten, dass Jesus dir hilft, deine guten Relationship Goals zu erreichen, zu deiner Ehre und auch, zu Gottes Ehre und auch zu deinem Schutz. Aber vielleicht bist du auch auf dem Gebiet schwer verletzt worden und konntest vielleicht nicht mal was dafür. Ich sage dir ganz ehrlich, das tut mir leid für dich. Das tut mir wirklich leid für dich. Aber wir wissen, dass es so ist. Und du fragst dich, hey, wie soll es auf diesem Gebiet weitergehen? Ich will das gut leben, aber das, was mir passiert ist, das ist einfach so, wie soll ich das leben? Wie soll diese Intimität, die Gott sich wünscht, wie soll das gehen? Da mache ich dir zum einen Mut, professionelle Hilfe irgendwo in Anspruch zu nehmen und das mit jemandem durchzusprechen, der für dich ist, dem du vertraust, der dir da helfen kann. Aber ich möchte dir auch Mut machen und dich einladen als Symbol, dass du sagst, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du gute Gedanken hast, ich glaube, dass du diesen Preis bezahlt hast, ich glaube, dass du heilen kannst und als erstes erwarte ich das von dir, weil du kennst Schmerz, Jesus. Du bist am Kreuz gestorben, du kennst Schmerz. Du weißt, wie das ist, verletzt zu werden. Und Jesus, du bist derjenige, von dem ich mir Heilung wünsche. Dann lade ich dich gleich ein, wenn ich das sage, nach vorne zum Kreuz zu kommen und vielleicht auch danach mit Leuten vom Gebets- und Gesprächsteam zu reden. Und vielleicht ist dir klar geworden heute Abend, dass du das Thema bisher völlig falsch angegangen bist. Und du denkst, krass, das, was da in der Bibel steht, stimmt. Ich habe das erlebt mit dieser Einheit. Aber ich habe auch schon Dinge gemacht, die ich eigentlich gerne rückgängig machen würde. Die nicht gut waren, die mir wehgetan haben, die anderen wehgetan haben. Und du weißt, dass du auf dem Thema in Anführungszeichen versagt hast, Fehler gemacht hast, die dir klar geworden sind. Und du kommst und willst diese Gnade, von der ich gesprochen habe, von dem, was Jesus dir anbietet, wie er auch dieser Frau begegnet ist, in Liebe und in Gnade. Du willst es annehmen und heute umkehren und auf dem Gebiet einen Neustart machen mit Jesus. Auch dann lade ich dich ein, nach vorne zum Kreuz zu kommen und ich will für dich beten. Und jetzt ist der Moment, wo das passieren kann. Die Band wird ein bisschen Musik machen, ich bleibe hier vorne stehen. Und du darfst nach vorne zum Kreuz kommen, weil Jesus ist so gut. Er ist der Chief. Er weiß, wie es läuft bei Beziehung, bei Sexualität. Er hat es erfunden. Und da, wo wir Mist gebaut haben, wo wir verletzt wurden, wo wir andere verletzt haben, da hat er an unserer Stelle dafür bezahlt und ist dafür gerade gestanden, damit wir Gnade, Vergebung und Heilung erfahren können. Und wenn du das willst, dann komm nach vorne zum Kreuz.